Hallo und herzlich willkommen zu deiner Häkelwelt. Heute zeige ich euch, wie ihr diese tolle Mütze hier häkeln könnt. Sie hat auch noch ein schönes Muster hier, wie man sieht, und diesen Rand, den man dann später umklappt. Dann lasst uns jetzt loslegen. Für die Mütze benötigen wir einmal die Wolle eurer Wahl, dann die passende Häkelnadel dazu und eine Schere. Wir fangen an mit einer Anfangsschlaufe und häkeln danach 4 Luftmaschen. 1, 2, 3 und 4. Diese Luftmaschenkette beschließen wir jetzt mit einer Kettmasche in der ersten Luftmasche. Also da gehen wir jetzt rein und häkeln eine Kettmasche. Jetzt haben wir so ein Loch drin und häkeln jetzt 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Diese zählen jetzt nicht als ganzes Stäbchen. Wir häkeln jetzt 15 ganze Stäbchen und diese 3 Luftmaschen zählen nicht mit dazu. Also gehen hier rein. Häkeln ein ganzes Stäbchen. Und das ist unser erstes ganzes Stäbchen. Dann kommt noch ein ganzes Stäbchen. Zwei. Und dann nochmal in das Loch rein. Drei. Und so weiter. Jetzt habe ich 3 ganze Stäbchen. Jetzt häkle ich noch so lange ganze Stäbchen, bis ich insgesamt 15 habe. Ich habe jetzt 15 ganze Stäbchen in das Loch reingehäkelt und bin jetzt am Ende der Runde angekommen. Jetzt sehen wir ja hier diese 3 Luftmaschen. Wir gehen aber nicht in die dritte Luftmasche, sondern gehen einfach in das erste Stäbchen, das wir gehäkelt haben. Also hier, da haben wir diese 3 Luftmaschen und da ist das erste ganze Stäbchen. Da gehen wir rein und häkeln eine Kettmasche. Jetzt häkeln wir 2 Luftmaschen für die neue Runde. 1, 2. Und jetzt haben wir ja, also wir haben hier die 3 Luftmaschen, die wir weggelassen haben. Und hier das erste ganze Stäbchen, wo wir eine Kettmasche reingehäkelt haben. Da haben wir das erste ganze Stäbchen. Und jetzt häkeln wir auf einer besonderen Art und Weise ein ganzes Stäbchen. Wir gehen also nicht, also das ist das erste ganze Stäbchen. Wir gehen aber nicht hier oben rein, wo wir auch eine Kettmasche gehäkelt haben, sondern wir wickeln erstmal den Faden um die Häkelnadel und gehen hier in diese Lücke hier vor dem ganzen Stäbchen, zwischen dem ganzen Stäbchen und diesen 3 Luftmaschen, da in diese Lücke gehen wir mit der Häkelnadel rein. Hinter das ganze Stäbchen und dann auf der anderen Seite wieder durch dieses Loch durch. Das Loch ist dann zwischen diesem ersten ganzen Stäbchen und diesem nächsten ganzen Stäbchen. Dann gehen wir da mit der Häkelnadel raus, ziehen den Faden hier durch und haben jetzt 3 Schlingen auf der Nadel. Jetzt häkeln wir ganz normal weiter, ziehen den Faden durch die ersten beiden Schlingen durch und nochmal durch die nächsten beiden. So haben wir diese besondere Art und Weise gemacht. Und jetzt gehen wir auch direkt in das nächste Stäbchen über. Das war unser erstes ganzes Stäbchen. Jetzt ist das das nächste. Und häkeln dort auf der gleichen Art und Weise wieder ein ganzes Stäbchen. Also wir wickeln den Faden um die Häkelnadel, gehen wieder in das Loch davor, vor dem ganzen Stäbchen. Und dann wieder auf der anderen Seite mit der Häkelnadel raus, ziehen den Faden durch das Loch durch und häkeln ganz normal das ganze Stäbchen zu Ende. Und so machen wir das die ganze Runde entlang. Ich mache das noch einmal. Wir wickeln den Faden um die Häkelnadel und wir haben hier gerade das ganze Stäbchen gehäkelt. Da ist unser nächstes Stäbchen.
Da gibt es zwei Löcher, einmal rechts und einmal links. Wir gehen erstmal in das rechte mit der Häkelnadel rein und in das linke Loch wieder raus und ziehen den Faden durch das Loch durch und häkeln ganz normal das ganze Stäbchen weiter. Und so machen wir das, bis wir am Ende der Runde angekommen sind. Ich bin jetzt am Ende der Reihe angekommen und habe nach der gleichen Art und Weise diese 15 ganze Stäbchen gehäkelt. Und jetzt lassen wir wieder diese zwei Luftmaschen, die wir am Anfang gehäkelt haben, aus und gehen einfach in das erste ganze Stäbchen hier und häkeln dort eine Kettmasche. Und da wir ja nicht an Maschen zugenommen haben, fängt das Ganze sich an sich so ein bisschen zusammenzuziehen. Ich zeige euch jetzt, wie man hier mit diesem Muster an Maschen zunimmt. Zuerst häkeln wir wieder zwei Luftmaschen. Und jetzt haben wir wieder unser erstes ganzes Stäbchen. Das sieht ein bisschen kleiner aus als das normale. Und wir haben hier einmal rechts ein Loch und links ein Loch. Und wir gehen jetzt wieder ganz normal, wie wir vorhin gemacht haben. Wickeln wir den Faden um die Häkelnadel, gehen rechts in das Loch rein und dann links wieder raus mit der Häkelnadel. Und wir ziehen den Faden durch das Loch durch und haben drei Schlingen auf der Nadel. Jetzt ziehen wir den Faden durch die ersten beiden Schlingen durch und durch die nächsten beiden Schlingen durch. Jetzt haben wir wie vorhin wieder ein ganzes Stäbchen gehäkelt. Um jetzt an Maschen zuzunehmen, gehen wir in das Loch, was direkt nach dem Stäbchen ist, also noch zwischen dem ersten Stäbchen und dem zweiten Stäbchen. In dieses Loch gehen wir rein und häkeln ein ganz normales ganzes Stäbchen. Also wir wickeln den Faden um die Häkelnadel, gehen hier in das Loch rein und häkeln ein ganz normales ganzes Stäbchen. Das gleiche machen wir jetzt einfach entlang der Runde. Wir wickeln wieder den Faden um die Häkelnadel, gehen jetzt zum nächsten ganzen Stäbchen und häkeln wieder auf dieser besonderen Art und Weise das ganze Stäbchen. Wir gehen also rechts von rechts in das Loch rein und von links in das, durch das Loch durch und ziehen den Faden durch das Loch und häkeln das ganze Stäbchen weiter. Und dann haben wir hier noch das Loch, was nach diesem ganzen Stäbchen kommt, nach dem zweiten und vor dem dritten. Das Loch, das dazwischen ist, da gehen wir rein und häkeln ein ganz normales ganzes Stäbchen. Dann wieder den Faden um die Häkelnadel wickeln. Da haben wir wieder das Loch vor dem nächsten ganzen Stäbchen und hier das Loch nach dem dritten ganzen Stäbchen. Wir wickeln den Faden um die Häkelnadel und gehen in das Loch davor von rechts rein und dann auf der anderen Seite wieder raus und ziehen den Faden durch und häkeln ein ganzes Stäbchen. Jetzt haben wir hier wieder das Loch, was danach kommt, was nach dem dritten ganzen Stäbchen ist, und wir gehen da ganz normal rein und häkeln ein ganzes Stäbchen. Und so machen wir das einfach, bis wir am Ende der Runde angekommen sind. Also immer zuerst von rechts in das Loch rein und von links wieder raus und ein ganzes Stäbchen häkeln und dann wieder in das Loch, was nach dem Stäbchen ist, rein und ein ganz normales ganzes Stäbchen häkeln. Ich bin jetzt am Ende der Runde angekommen und in das letzte Stäbchen habe ich nochmal das Stäbchen mit der besonderen Art und Weise gehäkelt. Und in das Loch danach häkle ich wieder jetzt ein ganz normales ganzes Stäbchen. Und es müsste jetzt so sein, dass wir insgesamt 30 ganze Stäbchen haben, davon 15, die zwischen den anderen liegen. Jetzt haben wir hier diese zwei Luftmaschen von der Vorrunde. Und diese zwei Luftmaschen von dieser Runde, vom Anfang dieser Runde. Wir übergehen diese
diese zwei Luftmaschen und gehen einfach direkt an das erste ganze Stäbchen rein, also hier rein. Und häkeln eine Kettmasche. Und als nächstes, in der nächsten Runde nehmen wir wieder keine Maschen zu. Wir häkeln zwei Luftmaschen. Und hier haben wir das erste ganze Stäbchen. Da häkeln wir wieder auf der besonderen Art und Weise das ganze Stäbchen. Also wir wickeln den Faden um die Häkelnadel, gehen in das Loch davor und dann in das Loch danach, durch das Loch danach und ziehen den Faden durch das Loch und häkeln ein ganzes Stäbchen. Jetzt haben wir danach das ganze Stäbchen, was wir dazwischen gehäkelt haben, in das Loch. Wir häkeln jetzt nicht ganz normal da rein, sondern wieder in das Loch davor. Also den Faden um die Häkelnadel wickeln und in das Loch noch vor dem ganzen Stäbchen in der Mitte häkeln. So sieht das dann aus. Dann häkeln wir wieder, dann gehen wir wieder hier durch das Loch rechts durch und häkeln wieder ein ganzes Stäbchen. Also wir wickeln den Faden um die Häkelnadel. Hier haben wir das ganze Stäbchen, was in der Mitte dazwischen lag. Wir gehen in das Loch danach. Hier und dann durch das Loch, was danach kommt. Und häkeln ein ganzes Stäbchen. Jetzt haben wir wieder hier das ganze Stäbchen, was zwischen diesen beiden lag, wo wir das halt mit einer besonderen Art und Weise gehäkelt haben. Das ist dieses ganze Stäbchen und wir haben davor ein Loch und da gehen wir rein und häkeln wieder ein ganzes Stäbchen, ein ganz normales. Dann haben wir wieder danach ein Loch und wir gehen hier rechts rein und wieder links raus. Davor wickeln wir den Faden um die Häkelnadel und übergehen dieses ganze Stäbchen, was in der Mitte ist. Wir haben ja davor noch ein Stäbchen davor gehäkelt. Wir gehen also von rechts rein und links wieder raus und häkeln ein ganzes Stäbchen. Und dann wieder in das Loch danach. Vor dem ganzen Stäbchen in der Mitte häkeln wir ein ganzes Stäbchen. Und das machen wir wieder die ganze Zeit, bis wir am Ende der Runde angekommen sind. Also immer, jetzt haben wir in das Loch vor dem normalen ganzen Stäbchen ein ganzes Stäbchen gehäkelt. Dann übergehen wir das in der Mitte und gehen von rechts rein, von links wieder raus und häkeln wieder ein ganz normales Stäbchen. Und dann wieder in das Loch vor dem ganzen Stäbchen in der Mitte. Da gehen wir rein. Und häkeln ein ganz normales Stäbchen und so weiter, bis wir am Ende der Runde angekommen sind. Ich bin jetzt am Ende der Reihe angekommen und habe ganz normal weiter gehäkelt. Und das letzte, was ich gehäkelt habe, war ein normales ganzes Stäbchen direkt in dem Loch nach diesem Stäbchen, nach dem besonderen Stäbchen hier. Und wir übergehen jetzt alles, was danach kommt, auch diese beiden Luftmaschen, die wir am Anfang gehäkelt haben und gehen direkt an das erste ganze Stäbchen wieder rein und häkeln eine Kettmasche. Und als nächstes zwei Luftmaschen. Jetzt haben wir wieder in dem gleichen Stäbchen hier, häkeln wir wieder, gehen wir wieder in das Loch rechts, von rechts rein und von links wieder raus und häkeln ein ganzes Stäbchen. Und in dieser Runde müssen wir an Maschen zunehmen. Dafür gehen wir in das Loch direkt nach dem Stäbchen, was wir gerade gehäkelt haben. Also da haben wir das Stäbchen, was in der Mitte liegt. Da kümmern wir uns nicht drum, sondern wir gehen in das Loch direkt nach dem Stäbchen, was wir gehäkelt haben. Also hier, da gehen wir rein. Und häkeln ein ganzes Stäbchen. Und in dem gleichen Loch, in das gleiche Loch, häkeln wir noch ein ganzes Stäbchen.
Also zwei ganze Stäbchen im gleichen Loch. So, und dann übergehen wir wieder dieses ganz normale ganze Stäbchen, was wir hier gehäkelt haben, und gehen stattdessen, also wir wickeln den Faden um die Häkelnadel und gehen dann von rechts nach links durch das Loch durch, ziehen den Faden hier durch und häkeln ein ganzes Stäbchen. Und dann wieder in das Loch, was das direkt danach kommt. Und zwei ganze Stäbchen. Eins. Und zwei. Und dieses Stäbchen hier, was in der Mitte liegt, da kümmern wir uns nicht drum. Wir gehen dann direkt in dieses besondere Stäbchen über. Wickeln den Faden um die Häkelnadel und gehen von rechts in das Loch rein, von links wieder raus. Und häkeln ein ganzes Stäbchen. Und so geht das jetzt weiter. Wir gehen in das Loch, was direkt danach kommt, häkeln zwei ganze Stäbchen. Zwei. Und übergehen dieses Stäbchen hier, was in der Mitte ist. Und gehen in dieses über, gehen von rechts rein, von links wieder raus, häkeln ein ganzes Stäbchen und in das Loch danach direkt wieder zwei ganze Stäbchen. Und das machen wir, bis wir am Ende der Runde angekommen sind. In der nächsten Runde nehmen wir wieder Nicht-Anmaschen zu. Ich habe jetzt zuletzt zwei ganze Stäbchen in das Loch danach gehäkelt. Und in der nächsten Runde nehmen wir Nicht-Anmaschen zu und übergehen diese beiden Luftmaschen wieder, alles was davor kommt und diese beiden Luftmaschen und gehen in das erste ganze Stäbchen rein und häkeln eine Kettmasche und häkeln wieder zwei Luftmaschen und hier haben wir wieder das erste ganze Stäbchen. Wir gehen in das Loch davor rein und gehen wieder durch das andere durch und häkeln ein ganzes Stäbchen. Dann haben wir hier wieder unsere beiden ganzen Stäbchen. Wir gehen in das Loch davor und häkeln dort zwei ganze Stäbchen. Also wir nehmen ja nicht Anmaschen zu, deshalb häkeln wir die gleiche Anzahl an ganzen Stäbchen dazwischen. Und davor, also vor diesen beiden ganzen Stäbchen. Und übergehen jetzt wieder diese beiden ganzen Stäbchen und wickeln den Faden um die Häkelnadel, gehen hier von rechts rein und von links raus und häkeln ein ganzes Stäbchen. Und in das Loch direkt danach häkeln wir wieder zwei ganze Stäbchen. Eins, zwei, übergehen diese beiden ganzen Stäbchen, gehen in das Loch davor rein und dann wieder raus, holen den Faden durch und häkeln ein ganzes Stäbchen. Und so geht das wieder die ganze Runde entlang, also immer in dem Loch direkt danach. Zwei ganze Stäbchen, diese beiden Stäbchen überspringen und dann von rechts rein, von links wieder raus, ein ganzes Stäbchen häkeln und dann in dem Loch danach, direkt danach, zwei ganze Stäbchen, diese beiden überspringen und so geht das dann weiter, bis wir am Ende der Runde angekommen sind. Ich bin jetzt am Ende der Reihe, der Runde angekommen und habe zuletzt zwei ganze Stäbchen gehäkelt vor diesen ganzen Stäbchen, vor diesen beiden. Jetzt überspringe ich wieder alles, was vor dem nächsten ganzen Stäbchen hier ist. Auch diese beiden Luftmaschen, die wir am Anfang gehäkelt haben. Und in das erste ganze Stäbchen häkel ich eine Kettmasche. Und jetzt wird wieder an Maschen zugenommen. Wir häkeln jetzt zwei Luftmaschen. Und gehen wieder mit der Häkelnadel, wir wickeln den Faden um die Häkelnadel herum, gehen wieder von rechts rein, von links wieder raus und häkeln ein ganzes Stäbchen.
Jetzt haben wir ja zwei ganze Stäbchen zwischen diesen besonderen ganzen Stäbchen gehäkelt. Jetzt häkeln wir drei ganze Stäbchen. Das heißt, in das Loch, was direkt danach, nach dem ganzen Stäbchen ist, häkeln wir drei ganze Stäbchen. Eins, zwei, drei. Also so sieht das Ganze aus. Wir haben einmal hier diese zwei Luftmaschen, dann das besondere ganze Stäbchen und drei ganze Stäbchen direkt in das Loch danach gehäkelt. Also eins, zwei und drei. Und dann gehen wir, überspringen wir wieder diese beiden ganzen Stäbchen und häkeln in dieses hier. Also von rechts gehen wir rein, von links wieder raus. Und häkeln ein ganzes Stäbchen. Und in das Loch, was direkt danach kommt, vor den beiden ganzen Stäbchen, häkeln wir drei ganze Stäbchen. Eins, zwei, drei. Und dann überspringen wir wieder diese beiden ganzen Stäbchen und gehen von rechts danach rein und von links wieder raus und häkeln wieder ein ganzes Stäbchen. Und so machen wir das wieder, bis wir am Ende der Runde angekommen sind. Also hier drei ganze Stäbchen, dann diese beiden überspringen und dann von rechts rein, von links wieder raus und so weiter. Ich bin jetzt wieder am Ende der Runde angekommen und habe zuletzt drei ganze Stäbchen hier gehäkelt vor den beiden ganzen Stäbchen. Und wir überspringen wieder das, was danach kommt und gehen in das erste ganze Stäbchen rein. Hier. Und häkeln eine Kettmasche. Als nächstes müssten wir entscheiden, wie wir weitermachen wollen. Also wenn ihr zum Beispiel eine Mütze häkelt für Kinder, dann solltet ihr jetzt einfach nicht mehr an Maschen zunehmen, sondern einfach ganz normal weiter häkeln, also ohne Maschenzunahme. Das bedeutet, ihr geht zum Beispiel hier rein, häkelt also geht rechts rein und links raus, häkelt ein ganzes Stäbchen und in das Loch direkt danach vor diesen drei ganzen Stäbchen häkelt ihr drei ganze Stäbchen, überspringt diese drei hier und geht wieder hier beim nächsten von rechts rein, von links raus, ein ganzes Stäbchen und in das Loch direkt danach drei ganze Stäbchen, dann das alles überspringen und weiter geht's hier dann. Das macht ihr dann, wenn es für Kinder ist, zwischen 3 und 7 Jahren. Wenn es aber für etwas Ältere sind, dann häkeln wir jetzt erstmal weiter und nehmen noch einmal am Maschen zu. Das zeige ich euch jetzt hier. Also zwei Luftmaschen mit zwei Luftmaschen anfangen, die nächste Runde. Und wir gehen hier von rechts rein und links wieder raus. Wir wickeln den Faden vorher um die Häkelnadel und häkeln ein ganzes Stäbchen. Und jetzt nehmen wir noch nicht an Maschen zu, weil wir haben ja gerade erst zugenommen. Jetzt häkeln wir drei ganze Stäbchen vor diesen drei ganzen Stäbchen. Also genauso, wie man das machen würde, wenn es für kleinere Kinder wäre. Also drei ganze Stäbchen in dieses Loch hier. Zwei. Drei. Und wir überspringen diese drei ganzen Stäbchen, wickeln den Faden um die Häkelnadel und gehen in das Loch rechts rein. Links wieder raus und ein ganzes Stäbchen. Und dann wieder drei ganze Stäbchen in das Loch direkt danach. Eins, zwei, drei. Also so würde machen jetzt alle weiter, egal ob es für Kinder ist oder für Ältere. Diese Runde machen dann alle. Und ja, so geht's dann weiter, bis wir am Ende der Runde angekommen sind. Wir überspringen jetzt diese drei ganzen Stäbchen, häkeln hier, also gehen hier rechts rein, von links wieder raus
und ein ganzes Stäbchen. Und dann wieder in das Loch direkt danach drei ganze Stäbchen. Also eins, zwei, drei. Und so geht das jetzt weiter, bis wir am Ende der Runde angekommen sind. Und wenn wir dann angekommen sind, dann häkeln die, die für Kinder häkeln, zwischen 3 und 7 Jahren, häkeln jetzt einfach konstant so weiter, wie wir es jetzt gemacht haben, mit drei ganzen Stäbchen, also ganz normal, wie wir es jetzt hier gemacht haben. Die, die für Ältere häkeln, häkeln trotzdem nochmal diese Reihe ohne Maschenzunahme. Normalerweise machen wir erst immer eine Reihe mit Maschenzunahme, eine Reihe ohne. Jetzt häkeln wir 2 Reihen ohne Maschenzunahme und dann wieder die nächste Reihe mit Maschenzunahme, wenn wir für Ältere häkeln. Für die Kinder, da machen wir einfach ganz normal weiter, ohne irgendwie Maschen zuzunehmen. Ich habe jetzt eine Runde gehäkelt ohne Zunahmen, also ganz normal mit 3 ganzen Stäbchen. Und so machen das jetzt alle, egal ob ob es für Erwachsene oder für Kinder ist. Und jetzt häkeln wir noch eine Runde von noch eine Runde ohne Maschenzunahme, also genauso wie vorhin. Und danach, wenn wir dann für Erwachsene machen, nach dieser nächsten Runde, die wir ohne Maschenzunahme machen, dann die für Erwachsene dann machen, machen dann Maschenzunahme und häkeln statt 3, 4 ganze Stäbchen. Und die anderen, die für Kinder machen, einfach konstant wieder die ganze Zeit ohne Maschenzunahme, bis halt die richtige Länge erreicht ist. Also jetzt einfach noch eine Runde von 3 ganzen Stäbchen. Ich habe jetzt insgesamt 3 Reihen gehäkelt mit 3 ganzen Stäbchen. Also hier sieht man, hier habe ich noch 2 ganze Stäbchen. Hier habe ich dann 3 und da nochmal 3 und da auch wieder 3. Und wenn ihr für Kinder häkelt, dann geht es jetzt einfach so weiter. Also ganz normal mit 3 ganzen Stäbchen weiter. Wenn ihr für Erwachsene häkelt, dann nehmen wir jetzt an Maschen zu. Und das zeige ich euch jetzt auch. Aber auch hier nehmen wir jetzt ein letztes Mal an Maschen zu. Danach geht es wieder konstant weiter, ohne weiter Maschen zuzunehmen. Also die, die jetzt für Kinder häkeln, einfach ganz normal mit 3 ganzen Stäbchen weiter. Die für Erwachsene häkeln, sehen jetzt, was ich da mache. Und ich habe jetzt mit einer Kettmasche das Ganze, diese Runde abgeschlossen, in das erste ganze Stäbchen und 2 Luftmaschen gehäkelt. Und ich wickel jetzt den Faden um die Häkelnadel, gehe hier von rechts nach links in das erste ganze Stäbchen rein und häkel ein ganzes Stäbchen. Und in das Loch direkt danach häkeln wir statt 3 ganzen Stäbchen 4. Also 1, 2, 3 und 4. Dann überspringen wir diese 3 ganzen Stäbchen, wickeln den Faden um die Häkelnadel und gehen von rechts nach links durch das Loch hier durch und häkeln ein ganzes Stäbchen. Und in das Loch direkt danach wieder 4 ganze Stäbchen. Da ist das Loch direkt danach. Da gehen wir rein und häkeln 4 ganze Stäbchen. 2, 3 und 4. Und so geht das jetzt weiter mit 4 ganzen Stäbchen als Maschenzunahme, bis wir am Ende der Runde angekommen sind. Und danach nehmen wir jetzt nicht mehr an Maschen zu. Da häkeln wir genauso wie bei 3 ganzen Stäbchen, nur statt 3, 4. Und das geht dann genauso für die Mütze für Erwachsene so lange weiter, bis wir die richtige Länge erreicht haben.